beinhalten kann und ich somit für dieses Video und dessen Schäden keine Haftung übernehme. Des Weiteren wünsche ich dir noch viel Spaß auf meinem Kanal Joystick Gaming. Wenn's dir gefällt, lass doch gerne ein Like da. Die Proben des ursprünglichen Krankheitserregers, die wir von dem Geldschein genommen haben, der als Primärüberträger verwendet wurde, gewähren uns einen Einblick in das Basisgenom des Virus. Ich habe eindeutige Beweise dafür gefunden, dass es künstlich ist. Das Genmaterial von einem halben Dutzend anderer Erreger wurde auf das Pockenvirus übertragen, um es noch tödlicher zu machen. Was einen Virus tödlich macht, ist Wandlungsfähigkeit. Durch eine schnelle Mutation wehrt es sich effizient gegen Antikörper und Medikamente. Was wir an den Proben, die Sie von den Menschen aus dem Bahndepot besorgt haben, sehen, ist, welche genetischen Veränderungen das grüne Gift bereits vollzogen hat. Und die sind bemerkenswert. Das heißt, es wird immer schwieriger, einen Impfstoff zu finden. Was Sie hier sehen, ist das Pockenvirus. Es hat eine Inkubationszeit von 1 bis 2 Wochen bei jedem Wirt. Und in dieser Zeit ist es nicht ansteckend. Amhersts Notizen zeigen, dass er das ändern wollte, damit das grüne Gift schon in der Entwicklung ansteckend ist und um den Inkubationsprozess und die Ausbreitung zu beschleunigen. Kurz gesagt, es ist ansteckender und reproduziert sich schneller. Das ist schlecht. Wir wissen jetzt sicher, dass das Virus nicht gezüchtet wurde, sondern kodiert. Er hat sich der Forschungen seines Freundes Tschernenko über die Veränderung von Virengenen im virtuellen Raum bedient und mit dem Ergebnis einen industriellen Proteinreplikator gefüttert. Heraus kam ein Virus, das er noch weiter verbessern konnte, um einen maximalen Effekt zu erzielen. Und damit meine ich die Todesrate. Was Sie hier sehen, ist das Pockenvirus. Einer der tödlichsten Erreger des Planeten. Viele Jahrhunderte hat er das Bevölkerungswachstum ganz wunderbar in Schach gehalten. Aber die Zeiten ändern sich. Und manchmal braucht Mutter Natur Hilfe, um ihre Schöpfungen zu verbessern. Zum Beispiel, indem man sie schneller macht. Indem man sie ansteckender macht, bereits während sie sich in einem Wirt entwickeln. Oder sie tödlicher macht. Ich verfolge diesen Ansatz nicht alleine. Mein Freund Vitali ist ein Pionier auf diesem Gebiet. Die Idee existiert schon seit Jahren. Das Genom als Daten. Sehen Sie, mit der Digitalisierung der DNA wurde sie unbegrenzt mutierbar. In der Zeit, die ein Labor für die Anzucht einer Generation von Erregern braucht, konnten wir viele tausend virtuelle Varianten erzeugen. Und wir konnten die besten und tödlichsten davon auswählen. Und sie realisieren. So bastelt man sich seinen Killer-Virus. Man kombiniert ihn mit Genen anderer Krankheiten und steigert so seine Virulenz und Letalität auf ein Maximum. Das Ziel war eine Todesrate von 90%. Ich weiß zwar nicht, ob mein grünes Gift das erreicht, aber mal im Ernst. Das ist nur ein Detail. Solange ein Großteil der Menschheit stirbt, hat die Erde eine reelle Chance. Eigentlich töten Technologien unseren Planeten. Aber das ist nicht ganz wahr. Es ist die Gier, die hinter der Technologie steht. Aber auf dem Weg zu 100 Dollar Genomkarten und Plastikspielzeug aus dem 3D-Drucker ist etwas geschehen. Jemand fand heraus, dass man diese Technik nutzen kann. Modifizieren für einen guten Zweck. Ich. Also, mein Virus tut, was die Natur schon immer getan hat. Entscheiden, wer lebt und stirbt. Will die Natur, dass ich sterbe, sterbe ich. Zumindest bin ich dabei nicht ganz allein. Natürliche Auslese par excellence. Unterstützt durch eine kleine, künstliche Genmanipulation. Alles nur Daten, ehrlich. Leben ist nichts als Datenverarbeitung.
Auf dieselbe Weise habe ich das Pockengen auf meinem Laptop verarbeitet. Und wer sagt eigentlich, dass das nicht schon immer der Plan war? Falls Sie durch ein Wunder das grüne Gift überleben sollten, hat die Natur das so entschieden. Sie verdienen zu leben. Der Rest von uns nicht. Ganz klar. Viel Glück. Wir sehen uns in der Hölle.